Angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, Eilantrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 10127. Die Fraktion der Piraten hat mit Schreiben vom 2. November 2015 fristgerecht einen Eilantrag eingebracht zu folgendem Thema: Nach de facto Abschaffung der Netzneutralität in Europa, Nordrhein-Westfalen muss freies und offenes Internet für Einwohner und Unternehmen sicherstellen. Ich öffne die Aussprache und erteile als ersten Redner von Seiten der antragstellenden Fraktion dem Kollegen Lammler das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer hier und auch zu Hause am Stream. Trotz großer Kritik hat das EU-Parlament die umstrittene Verordnung zur Netzneutralität mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Ladies and Gentlemen, goodbye Netzneutralität, goodbye das Internet, so wie wir es heute kennen, hello digitale Wegelagerei. Was haben die sachkundigen Akteure sich vorher die Fersen abgetreten und davor gewarnt? Seit Monaten, ja, wenn nicht sogar seit Jahren, ja, wird davor gewarnt, dass das heutige Internet mit schlecht durchgeführten Verordnungen dereguliert wird und somit unbrauchbar wird. Unzählige Konferenzen, Anhörungen, Artikel zu diesem Thema, eine Koalition aus europäischen Verbraucher-, Bürgerrechts- und sogar Industrieorganisationen hat alle Repräsentanten der EU-Mitgliedstaaten im EU-Ministerrat angeschrieben und mit einem offenen Brief starke Regelungen zum Schutz der Netzneutralität gefordert. Und auch im Landtag NRW konnten wir nicht gerade behaupten, davon nicht gewusst zu haben. Allein die Piratenfraktion hat seit 2013 mindestens 3 Anträge zu diesem Thema, diverse kleine Anfragen, Initiativen in Ausschüssen und öffentliche Anhörungen veranstaltet. Ja, sogar in das Landesmediengesetz hat es die Wahrung der Netzneutralität geschafft. In einem letzten Mobilisierungsversuch haben sich über 30 IT-Unternehmen, Start-ups und Investoren an die EU-Abgeordneten gewandt, um für strenge Netzneutralitätsregeln zu werben. Und trotzdem, entgegen allen sachlichen Argumenten und Warnungen, wurde am 27. Oktober im Europaparlament anders abgestimmt. Mit Stimmen von CDU und CSU und ja, auch mit Stimmen der SPD votierten auch deutsche Abgeordnete gegen Änderungsanträge, die hätten Schlimmeres verhindern können und begruben somit die Netzneutralität. Ein Kniefall der europäischen Politik vor den Netzbetreibern und den Telekommunikationsunternehmen. Meine Damen und Herren, diese Beratungsresistenz ist beschämend für die Politik in Europa. Und dass all die Warnungen und Sorgen keine bloße Einbildung von irgendwelchen Netzaktivisten waren, das bekamen wir ja eigentlich ganz schnell mit. Immerhin hatte der Telekom-Chef Tim Höttges Anstand genug, um fast 24 Stunden damit zu warten, um dann fast schon stolz den Erfolg zu verkünden. Auf der Unternehmenswebseite wirbt er ganz unverhohlen mit dem neuen Zwei-Klassen-Internet. Das Fazit: Wer zahlt, fährt schneller, und Start-ups, ja, die können ja wohl ein paar Prozent ihres Umsatzes dafür abgeben, so Höttges. Was für ein Eigentor. Hier wurde ganz offiziell eine neue Start-up-Cyber-Melk-Maschine in Stellung gebracht. Und ausgerechnet NRW, ja, ausgerechnet NRW, das Bundesland, welches sich so gerne als Nährboden für die Kreativbranche, Start-up-Landschaften und Game- und Videoproduktion verkauft, ja, ausgerechnet NRW erstarrt in Teilnahmslosigkeit. Fast schon lethargisch lässt die rot-grüne Landesregierung es einfach geschehen. Eine Stellungnahme aus den Ministerien, ein Statement der Ministerpräsidentin, nix, nada, absolut gar nichts. Wird schon irgendwie, ja, sagt man so. Man bereitet da lieber die nächste PR-wirksame Schnittchenveranstaltung für Gründerinnen vor, statt sich mal für essentielle Rahmenbedingungen einzusetzen. Ja, und auch die CDU als größte Oppositionspartei hat den Knall nicht gehört. Während die eigenen Leute im EU-Parlament diesen Bockmist verzapfen, stellt man hier scheinheilige und inhaltsleere Anträge zum Thema Start-up-Kultur stärken. Da fragt man sich ernsthaft, wie häufig man gegen die Wand gelaufen sein muss, um das nicht zu merken.
Meine Damen und Herren, wenn der Kampf für Netzneutralität an dieser Stelle aufhört, dann war es das mit der Start-up-Kultur, dann war es das mit dem Kreativland NRW. Dann findet die Innovation irgendwo anders statt und der technische Fortschritt, ja, der rennt winkend an uns vorbei. Wir brauchen jetzt mehr denn je ein starkes Zeichen aus NRW. Die Landesregierung muss sich jetzt dazu äußern und Planungssicherheit schaffen. Die Politik in NRW muss wieder das Ruder übernehmen und es reicht hier an dieser Stelle nicht aus, der Landesanstalt für Medien eine diffuse Aufsicht über die Netzneutralität zu geben und dann die Hände in den Schoß zu legen. Sie muss die Landesmedienanstalt stärker in die Pflicht nehmen und dabei auch unterstützen. Sie muss jetzt zeigen, dass der Standort NRW auch ein Standort mit Zukunft ist und sie muss jetzt klarstellen, dass die Entscheidung auf EU-Ebene eine falsche Entscheidung war. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Schneider. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Piratenfraktion, 0211-770070, das ist die Telefonnummer der Landesanstalt für Medien. Wenn Ihnen das zu analog ist, tippen Sie mal www.lfm-nrw.de in Ihrem Browser und Sie werden finden, was Sie mit Ihrem Antrag zu finden erhoffen, nämlich die Antwort auf die Frage, wie die Landesanstalt für Medien zum Thema Netzneutralität steht. LFM-Direktor und DLM-Vorsitzender Dr. Jürgen Brautmeier machen dort unter anderem in einem Video deutlich, dass er entschlossen ist, den diskriminierungsfreien Datenverkehr sicherzustellen. Sie könnten aber auch den von Ihrer 19 respektive 18-köpfigen Fraktion entsandten Vertreter in der Landesmedienkommission fragen und ihn bitten, sich für Netzneutralität einzusetzen. Aber ich denke mal, dass das für Herrn Schwert selbstverständlich sein wird und er wird sich als fraktionsloser Abgeordneter ja gleich auch noch zu Wort melden. Alles in allem brauchen wir also keine offenen Türen einzurennen, zumal Ihre Idee, die Landesanstalt für Medien von hier aus zu etwas zu verpflichten, Herr Lammler, rechtlich gar nicht funktioniert. Ein Blick ins Landesmediengesetz macht deutlich und genügt eigentlich, dass die LFM eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts ist. Die Rechtsaufsicht liegt bei der Landesregierung. Eine Weisungsbefugnis gibt es dagegen nicht. Und, wie ich eben ausgeführt habe, es braucht sie ja im aktuellen Fall auch gar nicht. Die LFM ist zudem nicht gegenüber dem Landtag rechenschaftspflichtig, wie Sie das in Ihrem Antrag fordern, für das, was sie tut. Eine pauschale Auskunftspflicht plötzlich zu basteln, soll auch aus unserer Sicht nicht über den Umweg der Rechtsaufsicht erlangt werden. Meine Damen und Herren, es ist ja schön, dass wir uns auch in dieser Plenarwoche wieder über das zugegebenermaßen sehr wichtige Thema der Netzneutralität austauschen. Allein bei Ihnen, liebe Piratinnen und Piraten, scheint mir derzeit die Schallplatte kaputt zu sein. Immer wieder sind es dieselben Lieder. Sie wiederholen im Monatstakt Ihre Lieblingstitel und ändern gerade mal die Tonlage, vielleicht auch, wie ich gerade gedacht habe, auch die Lautstärke. So wichtig das Thema Netzneutralität auch ist, einen richtigen Hit landen Sie hier in Düsseldorf nicht. Die großen Bühnen stehen nämlich in Berlin und Brüssel, wo Sie zugegebenermaßen keinen Zutritt haben. Vielleicht auch besser so. Ich habe derzeit den Eindruck, dass Sie langsam aber sicher die letzte Rille der B-Seite hier im Landtag erreicht haben. Daran ändern Sie auch nichts, wenn Sie Ihre Texte nunmehr in die Hot Rotation geben und die übrigen Fraktionen dann dazu singen sollen. Ganz ehrlich, da machen wir nicht mit. Ich wiederhole mich zwar ungern, wenn ich es aber wie in diesem Falle muss, dann auch exakt so, wie ich es schon im August in meiner Rede zur Netzneutralität von hier aus gesagt habe. Zitat: Wir in Nordrhein-Westfalen haben uns schon früh deutlich für Netzneutralität ausgesprochen. Sie kennen sicherlich noch den rot-grünen Antrag für echtes Netz, Netzneutralität gewährleisten und gesetzlich festschreiben vom Mai 2013. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Oliak zulassen? Ja, gerne. Dafür bin ich ja hier. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie diese Zwischenfrage zulassen. Ich wollte Sie nur ganz kurz fragen, ob Ihnen der Name und die Funktion des Mitglieds des Europäischen Parlaments Julia Rieder bekannt ist, die nachweislich auch zusammen mit den Grünen im Europaparlament entsprechend für die Urheberrechtsnovelle europaweit verantwortlich ist, weil Sie gerade sagten, wir hätten da niemanden sitzen? Kollege, worauf ich mich bezogen, ich glaube, das ist wichtig. Natürlich sitzt da eine Piratin in diesem Parlament. Aber die Frage ist ja schon, Sie haben es ja selbst erwähnt,
zu wem sie sich scheinbar näher gezogen fühlt als zu den Piraten selbst, auch schon aktuell. Und wo sie auch festgestellt hat, in welcher Fraktion sie tatsächlich Politik machen kann. Aber über das Thema Absatztendenzen müssen wir uns, glaube ich, heute nicht unterhalten. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Mal schauen, mit wie viel der 20-köpfigen 19, 8, wie auch immer. Ich mache weiter in meiner Rede, würde weiter zitieren aus meiner Rede von vor einigen Monaten. Damals haben wir sehr klar gemacht, dass im Internet nur die grundsätzliche Gleichbehandlung aller Datenpakete unabhängig von Inhalt, Dienst, Anwendung, Herkunft oder Ziel der Garant für ein freies Netz ist. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Piraten, haben wir danach im Mai 2014 unsere gemeinsame Position zum Ausdruck gebracht im Antrag 5777. Und Lukas Lammler hat es ja gerade eigentlich auch schon aufgezählt, was wir da alles gemacht haben, wo wir Seite an Seite gestanden haben. Das war vor etwas mehr als einem Jahr. Seitdem steht unser gemeinsames Wort, verflixt nochmal, dass wir deshalb heute auch nicht zu erneuern brauchen. Zitat Ende. Die Äußerungen von Telekom-Chef Timotheus Höttges, die waren gerade schon ja erwähnt, und so manch anderem Telekommunikationsanbieter, der sich danach bemüßigt fühlte, auch noch aufzutreten, werten auch wir als Affront ja. Und leider auch als Bestätigung all unserer schlimmsten Befürchtungen. Finanziell klammen Start-ups die Überholspur im Internet als besondere Chance zu verkaufen, zeugt schon von Sarkasmus der Telekom. Jetzt, ja, sind die Regulierer am Zug und diese, da bin ich mir in Nordrhein-Westfalen sicher, werden entsprechend ihrer Möglichkeiten dafür sorgen, dass die sogenannten Spezialdienste so eng definiert werden, wie wir alle es uns wünschen. Den vorliegenden Antrag der Piraten lehnen wir, ich habe es gerade erklärt, warum, aus formalen wie inhaltlichen Gründen, wegen der inhaltlichen immer wieder Doppelungen ab. Den Kampf für Netzneutralität kämpfen wir jedoch, glaube ich, gemeinsam weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und ein herzliches Glück auf. Vielen Dank, Herr Kollege Schneider. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Schick. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, dass das Europäische Parlament mit den Beschlüssen zur Netzneutralität und zum Roaming heftige Diskussionen auslöst, war, glaube ich, jedem von Beginn an klar. Vor allem, wenn diese Beschlüsse durch Aussagen von Telekom-Chef Höttges begleitet werden, die nicht das widerspiegeln, was wir hier im Landtag unter Netzneutralität verstehen. Zwar steht in der Verordnung, dass Datenverkehr diskriminierungsfrei zu behandeln ist, andererseits werden mehrere Ausnahmen definiert, wie zum Beispiel Spezialdienste. Was allerdings diese Spezialdienste genau sind, darüber fehlen noch präzise Angaben. Und so hat die Telekom nicht lange gewartet und gleich einmal einen Wunschzettel vorgelegt. In der Vorweihnachtszeit ist das vielleicht ein verständliches Ziel, doch viele dieser Wünsche sind mit der Richtlinie nicht vereinbar. Es kann auch nicht sein, dass demnächst Start-up-Unternehmen erst einmal zur Kasse gebeten werden, wenn sie in einer bestimmten Geschwindigkeit durchs Netz möchten. Für den Digitalstandort Europa wäre dies ein heftiger Schlag. Bis zu diesem Punkt dürften inhaltlich die Positionen nicht allzu weit auseinanderliegen. Trotzdem bin ich vom Antrag der Piraten erschrocken. Der Kollege Schneider hat es schon angesprochen. Was haben Sie für ein Staatsverständnis? Wie bitteschön möchten Sie mit der unabhängigen Landesmedienanstalt umgehen? Die LFM handelt staatsfern, das heißt, es soll ausdrücklich keinen Einfluss der Politik auf die Landesmedienanstalt geben. Jetzt gibt es natürlich schlechte Beispiele. SPD und Grüne haben an dieser Unabhängigkeit ja schon einmal kräftig gekratzt, indem sie ein Gesetz vorgelegt haben, in dem eine zweite Amtszeit dieses Direktors aus parteipolitischen Gründen verhindert worden ist. Das ist so, und ich denke, darüber haben wir häufig genug schon gesprochen. Das ist allerdings keine Entschuldigung. Stellen Sie auch eine Zwischenfrage, wenn Sie möchten. Nee, möchten Sie nicht? Ja, ist vielleicht auch besser so, sonst würden Sie sich wieder einmal blamieren, wie heute schon in einer vorangegangenen Wortmeldung. Der Beschlussvorschlag der Piraten ist allerdings auch nicht viel besser. Die Landesregierung soll vorab Auskunft im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht verlangen, wie die LFM Netzneutralität umsetzen möchte. Rechtsaufsicht heißt für mich, dass die Landesregierung dann einschreiten muss, wenn die LFM ihrem gesetzlichen Auftrag nicht gerecht geworden ist. Dafür gibt es aber keinen Anhaltspunkt. Ganz im Gegenteil,
Der Direktor Dr. Brautmeier hat bereits gefordert, dass die Medienanstalten mit am Tisch in Brüssel sitzen sollen, gerade weil es in der Richtlinie auch um Vielfalt geht. Es geht eben nicht nur um wirtschaftliche Fragen, wofür die Bundesnetzagentur verantwortlich ist, sondern eben auch um andere Positionen. Fazit: Der Antrag greift zwar ein wichtiges Thema auf, ist aber rechtlich mehr als fragwürdig und fordert jemanden dazu auf, das zu tun, was er ohnehin zu tun vorhat. Deshalb ist der Antrag überflüssig. Wir lehnen ihn ab. Vielen Dank, Herr Kollege Schick. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Engstfeld. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben ja heute zum wiederholten Male das wirklich wichtige Thema Netzneutralität. Und wir haben ja auch mehrere Beschlüsse in diesem Parlament zu dem Thema Netzneutralität gefasst, in unterschiedlichsten Konstellationen, Rot-Grün, mal zusammen mit Ihnen, mit der Piratenfraktion, aber auch mal zusammen mit der FDP-Fraktion. An diesen Beschlüssen und an der inhaltlichen Positionierung zum Thema Netzneutralität hat sich ja bis heute erstmal nichts geändert. Ich kann auch nicht erkennen, dass sich seit der letzten Debatte im Plenum hier im September die Position der Landesregierung zum Thema Netzneutralität verändert hat. So, insofern, und ich glaube, Rot-Grün wie die Piratenfraktion, deswegen auch gemeinsame Beschlüsse und Anträge, sind ja nah beieinander. Insofern ist das auch erstmal die Ausgangslage für diese Debatte, dass wir da eigentlich inhaltlich nah beieinander sind und keiner diese Position geräumt hat. Geändert hat sich dazu, das haben Sie richtig beschrieben, auch in Ihrem Antrag, in Ihrer Rede, das, was auf europäischer Ebene passiert ist, nämlich der Beschluss des Europäischen Parlaments vom letzten Dienstag. Und die Entscheidung vom letzten Dienstag, und das muss ich auch so klar sagen, ist meiner Meinung nach ein fauler Kompromiss, eindeutig, und bedeutet de facto eine Einschränkung des Neutralitätsgebotes. Nun droht tatsächlich ein Zweiklassen-Internet, in dem derjenige, der mehr für seine Daten bezahlen kann, bevorzugt wird. Die Folge wird eine weitere Marktkonzentration und Stärkung ohnehin übermächtiger US-Player und eine Schwächung der vielen kleinen und mittleren europäischen und deutschen und nordrhein-westfälischen Unternehmen sein. Das ist nicht gut und das ist auch nicht in unserem Interesse. Und deswegen hat auch unsere Fraktion im Europäischen Parlament dieser Beschlussfassung nicht zugestimmt. Aber Sie führen ja aus, ich meine, Kollege Schneider und Schick haben schon die Begründung vorhin genannt, warum wir auch Ihren Antrag ablehnen werden, nämlich der Unterschied zwischen Rechtsaufsicht und dann eine inhaltliche Anweisung an die LFM. Das kann natürlich so nicht sein. Deswegen ist Ihrer Forderungsteil natürlich abzulehnen. Aber Sie sind ja, wie der Kollege Schwert, Mitglied der Schwert jetzt nicht mehr bei Ihnen in der Fraktion, aber wir sind ja auch noch Mitglied, als stellvertretendes Mitglied in der LFM. Und Sie wissen ganz genau eigentlich, sollten Sie zumindest wissen, deswegen war ich über Ihren Antrag auch ein bisschen überrascht, was wir in der LFM eigentlich alles zum Thema Netzneutralität schon alles gemacht haben. Und ich würde es gerne noch mal auffrischen, weil Netzneutralität ja eines der Schwerpunkte der Arbeit der LFM ist. Und deswegen haben wir bei unserer Klausurtagung Anfang März diesen Jahres uns intensiv dem Thema gewidmet. Wir haben auf unserer Medienversammlung 2015 in Köln Ende Juni uns auch ausschließlich dem Thema Netzneutralität gewidmet. Und wir haben seit Anfang des Jahres ja an einem Positionspapier gearbeitet und das am 28. August ja auch mit Ihren Stimmen übrigens beschlossen. Und in dem Forderungspapier haben wir uns mit Nachdruck für die Sicherung von Netzneutralität ausgesprochen. Und wir haben vier zentrale Forderungen in dem Positionspapier festgelegt, die ich Ihnen gerne noch mal vorlesen möchte. Nämlich erstens, Spezialdienste müssen noch enger definiert werden, um zu vermeiden, dass sich finanzstarke Anbieter Überholspuren im Netz kaufen können. Zweitens, das sogenannte Best-Effort-Prinzip sowie ausreichende Kapazitäten sollen bei der Übertragung von Inhalten im offenen Internet garantiert und überwacht werden. Drittens, Zero-Rating darf, soweit es telekommunikationsrechtlich zulässig ist, nicht in den publizistischen Wettbewerb eingreifen. Und viertens, Inhalteregulierer wie die Landesmedienanstalten sollen neben der Bundesnetzagentur Mitsprache bei der Regelung und Sicherung von Netzneutralität erhalten. Dies sollte staatsvertraglich gesichert werden. Das nochmal zur Erinnerung.
Und auf dem Jahresempfang Ende September bei der LFM hat nochmal der Vorsitzende Professor Dr. Schwaderlapp der Medienkommission ausgeführt, ich zitiere, Netzneutralität ist medienpolitisch hochrelevant. Je schwächer sie telekommunikationsrechtlich gefasst wird und der europäische Entwurf ist schwach, desto wichtiger ist die ergänzende medienpolitische Ausgestaltung. Wir werden uns damit befassen, welche Spielräume die europäische Verordnung, wenn sie denn im Oktober vom Parlament beschlossen wird, dafür noch lästig werden wir uns dafür einsetzen, diese zugunsten der Meinungsvielfalt und Diskriminierungsfreiheit zu nutzen. Ende des Zitats. Also, wie Sie sehen, die LFM hat sich doch intensiv mit dem Thema Netzneutralität befasst. Die Positionierung ist doch eindeutig. Die Ankündigung des Vorsitzenden Professor Schwaderlapp habe ich doch gerade angekündigt. Und formal hat der Kollege Schneider, wie Schick, natürlich völlig recht. Es gibt eine Rechtsaufsicht und keine inhaltliche Anweisung. Das wäre fatal, weil es eine Staatsferne bei der LFM gibt. Insofern schade drum. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Engstfeld. Und nun spricht für die FDP-Fraktion Herr Kollege Nückel. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, so viel Lob für die Landesanstalt für Medien von den Vertretern der Regierungskoalition, dass ich das noch erleben darf. Aber in diesem Punkt stimmt es natürlich wirklich und ich bin froh, dass wir da auch einer Meinung sind. Nicht überall, wo Netzneutralität draufsteht, ist auch Netzneutralität drin. Das gilt leider für den Beschluss des Europäischen Parlaments aus der letzten Woche. Ich bin froh, dass die Freien Demokraten im Europäischen Parlament mit ihrem Abstimmungsverhalten die Verordnung abgelehnt haben. Konservative, Christdemokraten und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament haben in ihrer Mehrheit, mit ihrer Mehrheit, das freie Internet zumindest in Gefahr gebracht. Insbesondere Europas Start-up und im IT-Bereich können durch die neue Regelung benachteiligt werden. Sie können sich eventuell auf dem Markt nicht behaupten, weil sie nicht genug Geld für die Überholspur zahlen können. Die am 27. Oktober vom Europäischen Parlament erlassene Verordnung schafft die Netzneutralität zwar nicht ab, wie es in dem Antrag behauptet wird, allerdings hilft sie auch nicht, hilft dieser Beschluss nicht, die Netzneutralität zu sichern. Die Tatsache, dass die Datenkategorien für Eingriffe in der Netzneutralität nicht abschließend festgesetzt sind, ja, das schafft Unsicherheiten. Und es wurde natürlich die Chance verpasst, zu definieren. Und damit wurde Tür und Tor geöffnet für falsche Anreize für Provider. Und einem Repräsentanten, er wurde ja hier auch schon mit Namen genannt, einer Dampfwalze aus dem Telekommunikationsbereich, riss es dann auch gleich hin, das Schaffen vollendeter Tatsachen anzukündigen. Ob die Ankündigungen vom vergangenen Wochenende eine strategisch kluge Maßnahme der Telekom waren, das wird sich, glaube ich, noch herausstellen. Denn vielleicht muss man sogar im Nachhinein für diesen Auftritt in alter Drosselkom-Tradition dankbar sein. Es wird nun noch stärker auf die nationalen Regulierungsbehörden ankommen, die Netzneutralität zu schützen. Die Landesmedienanstalt benötigt sicherlich nicht die Aufforderung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sicherlich auch nicht durch Staatsanweisung. Sie tut das, auch die Medienkommission. Die Frage wird nur sein, wo sie mit ihren Bedenken und Vorschlägen andocken wird können. Auch die Bundesnetzagentur wird natürlich eine wichtigere Rolle spielen, in deren Beirat die Landesregierung schließlich ja auch vertreten ist. Und die Bundesnetzagentur selbst als Mitglied des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen, kurz GERREG, ja, muss ja nun an der Konkretisierung des Verordnungstextes bis April 2016 arbeiten und ihre Verantwortung zeigen. Wenn das nicht gelingt, das mit der Ausgestaltung und dem, ich nenne es mal, Tilgen von laxen und unklaren Regelungen, dann werden das die Gerichte tun, höchstwahrscheinlich, und dann haben wir einen offenen Ausgang. Hoffnung gibt mir jetzt zwar nicht EU-Kommissar Oettinger, aber immerhin, er hat in der letzten Woche getwittert, wenn die Bedenken der Kritiker sich bewahrheiten sollten, wäre er bereit, über Nachbesserungen zu reden. Netzpolitik.org verweist auf die Evaluierungsfrist. In 2 Jahren werden wir das Europäische Parlament und die Kommission zur Verantwortung ziehen
schreibt Markus Beckedahl. Die Gremien der Landesanstalt für Medien, wie gesagt, und die Medienkommission sind schon aktiv. Sie brauchen nicht angewiesen zu werden. Und insofern leistet leider der Antrag der Piraten keinen zählbaren Beitrag. Und deswegen müssen wir ihn ablehnen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Nückel. Als nächster Redner spricht der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne und an den Bildschirmen. Stellen Sie sich vor, die Stromversorger unseres Landes würden von den Unternehmen eine Umsatzbeteiligung verlangen. Sonst könnte es auf einmal passieren, dass Stromversorgung unverhofft ausfällt oder die Spannung plötzlich absinkt, sodass Maschinen und Geräte nicht mehr betrieben werden können. Klingt nach Erpressung? Ist es auch. Aus gutem Grund verlangt das Wettbewerbsrecht, dass sich Betreiber solcher Plattformen wie dem Stromnetz fair verhalten müssen. Fair gegenüber den Kunden und auch fair gegenüber den Stromproduzenten. Die verlangten Preise müssen der Leistung angemessen und für alle vergleichbar sein. Das gilt zum Beispiel auch für Telefonanschlüsse oder die Versorgung mit Presseerzeugnissen. Doch ausgerechnet im Internet ist jetzt das Gegenteil der Fall. Das Europäische Parlament hat eine Regelung beschlossen, die Netzprovidern erlaubt, umfassende Ausnahmen von der Netzneutralität einzuführen. Überholspuren für finanzstarke Anbieter, Schneckenpost für alle anderen. Und die Voraussetzungen sind so schwammig formuliert, dass sich deren Normierung erst im Vollzug des Gesetzes herauskristallisieren wird. Der Markt wird erst mal machen und dann wird man möglicherweise vor Gericht ausloten müssen, was alles erlaubt ist und was nicht, wenn sich denn dann ein Kläger findet. Und wie das aussehen wird, hat die Deutsche Telekom umgehend angekündigt. Sie will Spezialdienste für Video, Online-Gaming und die Industrie einführen, die dann extra kosten werden. Wenn man sich vor Augen hält, dass in den USA die Streaming-Dienste Netflix und YouTube streckenweise jetzt schon mehr als 70% des gesamten Traffics verbrauchen, dann sieht man, wohin der Trend dann laufen wird. Spezialdienste werden das größere Volumen verbrauchen. Der sogenannte freie Internet quetscht sich dann auf den Rest. Insofern stimme ich dem Feststellungsteil der Piratenfraktion hier vollständig zu. Im Forderungsteil allerdings schießen die Piraten leider am Ziel vorbei. Wer sich mit den Positionen der LFM beschäftigt hat, der weiß, dass er mit Netzneutralität bei ihr offene Türen einrennt. Sie hier mit einem Auskunftsverlangen der Landesregierung unter Druck setzen zu wollen, dreht die tatsächlichen Verhältnisse um. Es ist vielmehr die Landesregierung, die wir auffordern müssen, die Landesmedienanstalten als Regulierungsbehörden für die Netzneutralität, zumindest soweit es Internetinhalte angeht, ins Spiel zu bringen. Das ist nämlich kein reines Wettbewerbsthema, in dem sich Telekommunikationsunternehmen durchsetzen, sondern es geht hier um Fragen der Meinungsfreiheit und der Medienvielfalt. Also vor dem Antrag bitte mit Forderungen, Positionen und Rechtslage der LFM auseinandersetzen und dann einen dazu passenden Forderungsteil schreiben. Das können wir gerne zusammen machen. Und dieses Angebot möchte ich ausdrücklich an alle Fraktionen richten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schwert. Als nächster spricht für die Landesregierung Herr Minister Lersch Mense. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach intensiven Diskussionen hat das Europäische Parlament am 27.10. die Verordnung für einen elektronischen Binnenmarkt und in diesem Rahmen auch Regelungen zur sogenannten Netzneutralität beschlossen. Nun verstehe ich, dass Herr Lammler hier versucht, ein Bild zu zeichnen, ein Zerrbild einer Landesregierung, die sich mit diesem Thema nicht oder nur unzureichend beschäftigt hätte. Dies hat aber mit der Realität, auch darauf ist hingewiesen worden, wenig zu tun. Über Netzneutralität wurde in den letzten Jahren nicht nur auf europäischer Ebene diskutiert, sondern auch auf nationaler Ebene im Bund und in den Ländern. Und bei den Ländern ist es gerade Nordrhein-Westfalen, das sich hier frühzeitig und intensiv in diesen Diskurs eingebracht hat. Das Thema war in den letzten Jahren auch diverse Male auf der Tagesordnung des Landtages, beschäftigte hier den Wirtschaftsausschuss, den Kulturausschuss,
Und es gab eine Vielzahl von Anträgen, kleinen Anfragen. Und 2014 war das Thema auch Gegenstand der Beratung. Auch darauf ist hingewiesen worden zum Landesmediengesetz. All dies führte dazu, dass gerade Nordrhein-Westfalen das komplizierte Thema Netzneutralität an der Schnittstelle von Technik, Wirtschaft und Regulierung sehr frühzeitig aufgegriffen hat. Und ganz wichtig im Sinne der Sache, im Sinne der Chancen für die digitale Wirtschaft, im Sinne eines freien Netzes, im Sinne der Medienvielfalt, wurden die Diskussionen dazu ausgesprochen sachorientiert geführt und Initiativen häufig über Fraktionsgrenzen hinweg gestartet. Auch die Landesregierung hat frühzeitig gehandelt. Das gilt für die europäische Ebene genauso wie für den Bundesrat. Ich erinnere hier an die Entschließung zur Mitteilung der Europäischen Kommission zum digitalen Binnenmarkt. Hier haben wir abgestimmt mit den anderen Ländern sehr deutlich auf den aus unserer Sicht nötigen Regulierungs- und Klärungsbedarf zur Netzneutralität hingewiesen. Und wir haben auch den Rat von Experten eingeholt. Wir konnten gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien zum Beispiel die Netzneutralitätsexpertin Professor Barbara van Schewick für die diesjährige Medienversammlung und weitere Veranstaltungen und Diskussionen gewinnen. Zudem haben wir ein Gutachten in Auftrag gegeben, um frühzeitig zu klären, welche Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen des Trilogs zu ziehen sind. Wir haben uns gefragt, was heißt das denn für uns, wenn das Europäische Parlament die Regelung so wie im Trilog diskutiert, auch beschließt? Wo bedarf es, auch das ist angesprochen worden, weiterer Auslegung? Wo müssen Klärungen von unklaren, unbestimmten Rechtsbegriffen vorgenommen werden? Wer führt die Aufsicht? Wer begleitet den weiteren Umsetzungsprozess? Dadurch sind wir nun in der Lage, direkt nach der Abstimmung in Brüssel in die Umsetzung der Regelung einzusteigen und auch diese aktiv mitzugestalten. Konkret hat Professor Dr. Thomas Fetzer als unabhängiger Gutachter bereits den Verordnungsentwurf analysiert und Handlungsoptionen auch für die nationale Ebene erarbeitet. Ein schneller Überblick zu seinen Überlegungen ergibt sich aus einer Kurzanalyse, die Sie übrigens auf unserer Internetseite abrufen und lesen können. All dies war mir wichtig vorauszuschicken, bevor ich konkret auf den vorliegenden Antrag eingehe. Und dazu sind die entscheidenden Dinge in der Debatte auch schon gesagt worden. Ist hier wirklich die Rechtsaufsicht gefragt? Ich denke, die Antwort ist ein klares Nein. Nordrhein-Westfalen hat sich nicht nur intensiv in die Diskussionen zur Regelung der Netzneutralität eingebracht. Nordrhein-Westfalen hat sehr frühzeitig auch erkannt, dass die gesellschaftliche Relevanz der Netzneutralität Auswirkungen auf die Medienvielfalt hat. Daher wurden bereits im Rahmen der Novellierung des Landesmediengesetzes ausdrücklich Aufgaben der Landesmedienanstalt im Kontext Netzneutralität aufgenommen. Auch damit liegt Nordrhein-Westfalen vorne. Denn NRW ist damit neben Thüringen eines von zwei Ländern, die in ihrem Landesgesetz Zuständigkeiten und Aufgaben der Medienanstalten dazu fixiert haben. Und allein schon durch die oben bereits angesprochene Medienversammlung, aber auch durch Positionspapiere und Beschlussfassungen der Medienkommission ist deutlich geworden, das Thema wird natürlich in der Medienkommission behandelt und bearbeitet. Die Rechtsaufsicht, auch darauf ist hingewiesen worden, über die LFM ist staatsfern organisiert. Eine Anstalt des öffentlichen Rechts verlangt Zurückhaltung bei jeglichen Eingriffen. Daran haben wir uns zu halten. Und Sie werden mir sicher zustimmen, dass bei der beschriebenen Sachlage keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die LFM bei der Wahrung der ihr im Zusammenhang mit Netzneutralität übertragenen Aufgaben diese entweder inhaltlich nicht wahrnehmen würde oder gar rechtsverletzend, rechtswidrig vorgehen würde. Und nur das würde ja ein Einschreiten der Rechtsaufsicht rechtfertigen. Meine Damen und Herren, wir haben nun, denke ich, gemeinsam die Aufgabe, alle Möglichkeiten zu nutzen, aus der vorliegenden Regelung zur Netzneutralität in deren Umsetzung Gutes zu machen und unsere Gestaltungs-
Möglichkeiten zu nutzen. Ich entnehme auch dem Eilantrag, dass er von diesem Grundanliegen getragen ist. In der konkreten Ausgestaltung kann er aber wegen der Fragen der Rechtsaufsicht nur abgelehnt werden. Ich hoffe aber trotzdem auf weiteren konstruktiven Dialog in den Fragen der Netzneutralität und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Lersch-Mensel. Und damit sind wir am Ende zur Beratung zum Eilantrag und kommen zur Abstimmung, weil über einen Eilantrag, wie Sie alle wissen, direkt abzustimmen ist. Wer also stimmt dem Eilantrag zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt gegen diesen Eilantrag? SPD, Grüne, FDP. Gibt es Enthaltungen? CDU auch. Natürlich. Habe ich gesehen. Eine Enthaltung von Herrn Schwert fraktionslos. Bei Ablehnung von SPD, Grünen, CDU und FDP ist dieser Eilantrag mit breiter Mehrheit abgelehnt. Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10.